Dein Wunder wird geschehen, du musst nur weitergehen. Hab es so oft erlebt, Wunder geschehen. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Ist das die Frage, die du dir aktuell stellst? Wenn man darauf schaut, was in der Welt gerade vor sich geht, dann bin ich mir sicher, dass diese Frage im Raum steht. Wir müssen verstehen, dass unser Ich bin am Ende für Gott immer die Möglichkeit eines wundervollen Neubeginns ist. Denn Gott allein ist das Ende. Er sagt, ich bin der Anfang und das Ende. Deswegen gibt es kein Ende für dich und du darfst dich heute durch den folgenden Vers ermutigen lassen, selbst wenn du dir im Moment genau diese Frage stellst. Wo bist du in meiner aktuellen Situation? In Korinther 4,18 heißt es, deshalb lassen wir uns von dem, was uns zurzeit so sichtbar bedrängt, nicht ablenken, sondern wir richten unseren Blick auf Gottes neue Welt, auch wenn sie noch unsichtbar ist. Denn das Sichtbare vergeht, doch das Unsichtbare bleibt ewig. Jedes Mal, wenn du denkst, ich bin am Ende, bedeutet das gleichzeitig, ich bin bei Gott, weil er das Ende ist. Und du kannst gar nicht weiter fallen, weiter am Ende sein, als er es schon ist, um dich wieder aufzufangen. Verstehst du, was ich meine? Wenn du fällst, fällst du immer im Rahmen seines Seins. Er wird immer da sein. Auch wenn er im Moment noch dieser unsichtbare Faktor ist, der erst noch sichtbar werden wird. Und dann? Dann werden wir alle staunen. Das ist Ostern, die Realität des Kampfes, des Schmerzes, der Leiden, aber genauso sehr die Wahrheit, die Sicherheit der Ewigkeit ohne Ende im Frieden und in der Freude, die Jesus dir durch seinen Tod und seine Auferstehung geschenkt hat. Aus purer Liebe für dich. Danke für dich. Dein Wunder wird geschehen, du musst nur weitergehen. Hab es so oft erlebt, Wunder geschehen. Dein Wunder wird geschehen und du wirst mich verstehen, weil du es selbst erlebst, ein Wunder für jeden Tag.